Die Landtagswahl 2023. Willkommen zurück zu einem weiteren Höhepunkt dieses langen Wahlmarathons. Neben Österreich Herausgeber Wolfgang Fellner und Maria Rauch-Kallert, ehemalige Gesundheitsministerin, begrüßen wir jetzt Peter Westenthaler, ehemaliger Clubobmann der FPÖ, und Josef Czapp, ebenfalls ehemaliger Clubobmann der SPÖ. Jetzt geht's los, könnte man sagen. Jetzt wird spannend. Das ist immer das Duell, das bei uns dann an einem Wahlabend die größte Quote hat. Bis jetzt musste die Maria Rauch-Kallert immer die ÖVP-Niederlagen verteidigen und aufpassen, dass die beiden Herren die ÖVP nicht zu stark abgeseift und abrasiert haben. Heute ist sie die Triumphatorin des Abends. Zumindest strahlt sie übers ganze Gesicht. Werden wir gleich sehen, wie das Westenthaler und Czapp sehen. Wir schauen noch einmal aufs Ergebnis für alle, die erst jetzt zugeschaltet haben. Schauen wir uns noch einmal die letztgültige Hochrechnung an, die ja praktisch schon das Endergebnis ist. Wenn wir das bekommen, wir haben 98,7% ausgezählt. Das sind wieder diese ein, zwei Sprengel in Villach, die uns da jetzt fehlen, die noch jeden Wahlabend gecrashed haben, wenn man so sagen darf. Die Villacher sind Weltmeister im Auszählen, weil sie es nämlich bis jetzt noch nie geschafft haben. Werden wir schauen, ob sie heute ein Endergebnis zusammenbringen oder das Kärntner Endergebnis wieder crashen. Vor 20 Uhr haben sie es jedenfalls nicht geschafft. So, am Ergebnis wird das nichts mehr ändern. Die SPÖ landet bei 38,9%. Eine krachende Niederlage von minus 9,04%, die uns Josef Czapp gleich erklären wird. Die FPÖ, einer der Gewinner des Abends, wenn auch sehr schaumgebremst, 24,5%, damit das Wunschziel von Erwin Angerer, die 25%, die eh schon sehr niedergehangen waren, nicht erreicht, 1,54% plus immerhin. Die Sensation des Abends, Maria Rauch-Kallert feiert das ja schon hier entsprechend, die ÖVP, 17,1%. Ich glaube, noch nie hat sich eine Partei weltweit so über die 17,1% gefreut wie die ÖVP heute Abend. Es ist ja auch ein berauschendes Plus von 1,66%. Aber immerhin, immerhin bitte, es sind 1/1200 mehr als der Zugewinn der FPÖ. Und das könnte ja vielleicht bei Koalitionsdiskussionen noch eine Rolle spielen. Und dann das Team Köfer hat also sein Wunschziel, die 10%-Marke, erreicht. 10,1% dank eines sehr starken Klagenfurt-Ergebnisses plus 4,43. Das ist der höchste Zugewinn. Und wir haben ja schon gesehen, die Wahlparty des Team Köfer, des Team Kärnten, gerät sozusagen außer Kontrolle. Dann eine krachende Niederlage für die kleinere Regierungspartei, für die Grünen, nur 3,8%, praktisch kaum ein Plus. Und die Grünen schaffen den Einzug in den Landtag nicht. Und das ist wirklich mehr als blamabel. Und ebenso blamabel das Resultat der NEOS mit 2,6%, keine Chance in den Landtag zu kommen. So, Peter Westenthaler, du eröffnest Jawohl. Üblicherweise diese Diskussionen. Die ÖVP kannst du heute eigentlich nicht verprügeln. Die sind der Wahlsieger dieses Abends. Ich sage einmal ein herzliches Kärnten ist leihand in den Süden. Das heißt übersetzt für alle Nicht-Kärntner, Kärnten ist einmalig und zwar weltweit und in Österreich besonders, weil jedes Mal Meinungsforschung, Experten, Politprofis und andere an der Bevölkerung, die dort so liebenswert ist, scheitern. Das haben wir aber alle schon vorher gesagt. Weil sie immer alle anders hochrechnen. Immer andere. Ja. Ich finde das großartig. Ja. Also ein Vergötz gehört an die Kärntner, die da immer anders wählen. Ja, liebe Maria Rauch-Kallert, ich vergönne das heute, dass sie 1,6% feiert. Ich finde das super. 17%. Na, du feierst 1,5%. Ja, aber schon, wir sind aber über 24%. Naja, ist auch nicht nur 7,5% mehr, ja, das ist schon berauschend, ja, mehr als 17%. Aber die ÖVP, um Gottes Willen, soll das feiern. Wenn das das Zukunftsmodell der ÖVP ist, 17%, dann wird sie noch viele solche Erfolge feiern können. Es wird dann ungefähr auch das Bundesergebnis sein, muss ich sagen. Ich finde das alles super, die haben es verdient. Und vor allem die Kärnten haben es verdient, diese 1% mehr, die sollen das feiern. Genauso wie die Freiwilligen, die haben auch dazu gekommen, auf einem höheren Niveau, die sollen das auch feiern. Aber was ist denn eigentlich in Kärnten heute und eigentlich in Folge aller, der dritten Landtagswahl jetzt in Folge, wir erinnern uns, Tirol minus 10% für den regierenden Landeshauptmann, Niederösterreich minus 9,5% für den regierenden Landeshauptfrau, Kärnten minus 9% für den Regierungslandeshauptmann. Was heißt denn das eigentlich? Das heißt ja nichts anderes, als dass sich die Bevölkerung,
diese Verschwörerrunde vom Achensee jetzt einen nach dem anderen zur Brust nimmt und einen nach dem anderen abwählt. Und der nächste wird sein der Herr Haslauer, der ein besonderes Schlaucherl ist in Salzburg, der uns ausgerichtet hat, ja schon vorsorglich ausgerichtet, ich war gar nicht am Achensee, ich habe damit nichts zu tun mit dieser Impfpflicht, die dort beschlossen ist. Dort wurde die Impfpflicht beschlossen. Verschwörerrunde am Achensee, genau. Meinst du, die Landeshauptmann-Leute, die damals einem so schwachen Kanzler Schallenberg so die Impfpflicht die alle haben. Dort die Impfpflicht beschlossen haben, die gegen die Bevölkerung agiert haben, die Lockdowns eingeführt haben, beim Leider muss man sagen, weil ich eigentlich finde den ja sehr sympathisch, den Kern von Landeshauptmann, aber das mit dem Bandeln in Markieren eine Katastrophe war. Und jetzt nimmt sie dieses Landeshauptleiter, da kommt einer nach dem anderen dran. Jetzt kommt der Haslauer dran, der hat die Bevölkerung noch anschwindelt und sagt, der war gar nicht dort. Dabei war er natürlich zugeschaltet und hat auch mitgestimmt. Und so wird das weitergehen. Also eine Götterdämmerung dieser Landeshauptmänner, die in dieser Runde gegen die Bevölkerung dort entschieden. Wir kriegen eins nach dem anderen, werden die dort. Und du wirst sehen, morgen in der Analyse wird Corona auch ein Thema gewesen sein. Wie gesagt, das ist es in Kärnten, die SPÖ. Ich habe auch nicht geglaubt, dass es so eine krachende Niederlage wird. Da kommen ja noch andere Einflüsse hinzu, das muss man auch sagen. Also nicht nur das Corona, das Hausgemachte vom Kärntner Landeshauptmann. Am Schluss auch noch die Windradeln, dass der Kärnten zupflastert und wie mit 150 Windradeln haben ihm sicher auch einige noch übel genommen. Aber insgesamt ist die SPÖ in der Zerreißprobe. Das sieht man. Und der Kaiser kann sich bedanken bei dem Dreigestirn des innenparteiischen Gezänks. Nämlich Doskozil mit seiner unfairen Attacke jeden Tag. Dann kommt dazu der Herr Ludwig, der sich da auch noch die Debatte geführt hat in den letzten Tagen. Natürlich Pamela Rendi Wagner selbst, die nicht in der Lage ist, eine Partei zu führen. Und da muss der Landeshauptmann Kaiser, so leid es mir für ihn tut, eigentlich dreimal Dankeschön sagen, weil die tragen die Hauptverantwortung für dieses krachende Ergebnis. Und ich bin sicher, ob morgen wird es in der SPÖ nicht, das sagen die jetzt schon, wie man hört, aus dem ganz äußersten Westen kommen schon Zurufe. Also ich glaube, dass dort alle beschädigt herausgehen. Doskozil, Pamela Rendi-Wagner als Pole, die aufeinandertreffen, das wird sie in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Strategen in der SPÖ zusehen, wie das noch weiter 6-7 Wochen bis Salzburg geht und dort die nächste krachende Niederlage stattfindet. Die SPÖ hat Handlungsbedarf, muss sich erneuern, muss sofort eine Entscheidung treffen, die Partei einen, weil sonst kommt sie aus dieser Sackgasse nicht mehr heraus. Maria Rauch-Kallert sitzt neben dir und schüttelt nur ständig den Kopf. Ja, das kenne ich schon. Frau Rauch-Kallert, warum? Wir waren ja Generalsekretäre zur selben Zeit. Warum schütteln Sie mit so leicht zynischem Gesichtsausdruck den Kopf, wenn der Herr Westenthaler zu seiner Analyse ansieht? Weil ich den Peter Westenthaler seit vielen Jahren kenne, auch als Gegenpart, als Generalsekretär, genauso wie den Seppi Chab. Daher, warum sich der Peter Westenthaler Sorgen um die SPÖ macht, das sollte eigentlich, ja, das ist, sollte sich der Josef Chab überlegen und ihm auch entgegnen. Liebe Maria Rauch-Kallert, kurze Unterbrechung, ich will Sie nämlich in gute Stimmung bringen. Schaut mal kurz zur ÖVP-Party, dort wird gerade Martin Gruber bejubelt, als wäre er der neue Superstar der österreichischen Innenpolitik. Sie sehen das hier, da kommt er rein, Standing Ovations, ja, Martin, ja. Ja, so kenne ich die ÖVP gar nicht, Frau Kallert. Das ist ja eine Disco-Partei. Sie weinen um den Hals. Ja, ja, muss ich alles einmal vorstellen. Aber jetzt, man muss ja auch dazu sagen, man hat ihnen ja Verluste zu, angekündigt. Man hat ihnen historischen Tag den besten Ergebnis der ÖVP in Kärnten seit den 90er Jahren. Es ist außergewöhnlich, erstens, dass man Expertinnen und Experten und Umfrageinstituten so das Lügen straft, wie es die ÖVP heute in Kärnten macht. Ja! Sie haben uns Einstelligkeit prognostiziert. Es sind über 17% geworden. Ein herzliches Danke an alle Wählerinnen und Wähler. So
so schön, so schön. Danke, danke. Und dass das möglich war, liebe Freunde, daran habt ihr einen großen Beitrag auch geleistet. Denn wenn man wochenlang so runtergeschrieben wird, keiner an einen glaubt, trotzdem standhaft zu bleiben und bei dem Gegenwind nicht einzuknicken. Das war eine gemeinschaftliche Leistung und dafür von mir von Herzen kommend ein Dankeschön an euch. Danke. Und ganz besonders bedanken darf ich mich bei meinem engsten Team, beim Sebastian Schuschnigg als mein Landesratskollegen. Bei unserer Wahlkampfleiterin und Landesgeschäftsführerin, der Julia Löschnig. Bei meinem Büroleiter, meiner Pressesprecherin, den Dominik Ritschnig und der Barbara Wedenig. Und vor allem auch bei meinem Clubobmann, den Markus Malle. Der hat uns ab und zu auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt. Meiner Landesparteisekretärin, bei dieser Bitte für mein Seelenheil verantwortlich, der Susi. Und auch wenn sie heute nicht da ist, ein riesengroßes Dankeschön von mir an meine Frau und meine Kinder, die wirklich lang verzichtet haben auf mich und wirklich mir den Rücken freigehalten haben. Danke an alle, die intensiv mitgearbeitet haben, im gesamten Team, in den Landesratsbüros, in der Landespartei, im Club. Ein herzliches Danke an alle Gemeindefunktionärinnen und Funktionäre, an meine Kandidatinnen und Kandidaten auf allen Ebenen. Danke, 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 dass ihr so intensiv die letzten 8 Wochen eingekämpft habt, dass das heutige Ergebnis möglich war. Und heute freue ich mich wirklich, dass wir die Nacht durchfeiern, die Nacht zum Tag machen und ab morgen dann die Zukunft dieses Landes angehen. Mit dem Schutz des Eigentums, des Landesvermögens, mit der Investition in die Region, in die Regionalität und vor allem in die Infrastruktur. Der Korbär auch noch was. Ja, also so haben wir die ÖVP überhaupt noch nie erlebt, Frau Kaller. Das ist ja fast wie der Villacher Fasching heute. Oh, ist das schön, oh, ist das schön. Singen die. Und der wird jetzt zum Volkstribun. Überscheinende Freude. Dem hätte ich viel zugetraut, aber dass der Volkstribun wird, der mit Abstand zurückhaltendste Politiker dieses Wahlkampfs, hätte ich mir auch nicht gedacht. Ja, Anger ist auch zurückhaltend. Sie strahlen übers ganze Gesicht, liebe Frau Kaller. Ja. Für Sie muss das ja was Besonderes sein. Ich freue mich. Völlig ausgeflippte ÖVP-Gemeinde da in Klagenfurt. Ich freue mich sehr und er hat sich zu Recht bei allen bedankt, die mitgeholfen haben. Und das ist auch legitim. Und es ist auch so, dass gegen die Erwartungen praktisch das Ergebnis ist und daher auch verständlich die besondere Freude. Man hat sich auf ganz anderes eingestellt. Man hat sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, ich sage es noch einmal. Man hat trotzdem gekämpft auf wirklich fast schon verlorenem Terrain und hat da nicht nur das eigene Ergebnis vom letzten Mal erreicht, sondern auch darüber hinaus, auch wenn der Zugewinn nicht enorm ist, aber 1,5% oder 1,6% sind 1,6%. Immerhin besser als die FPÖ. Vor allem besser als -5%, wie es in manchen Umfragen gibt. Das ist richtig. Liebe Frau Kallert, worauf führen Sie diesen Gewinn der ÖVP zurück, diesen überraschenden? Offensichtlich, dass die Kärntner ÖVP konstruktiv zusammengearbeitet hat in der Regierung, dass sie aber trotzdem nicht ihre eigene Linie verlassen hat. Es ist ja ungewöhnlich, dass der kleinere Regierungspartner nicht verliert, wenn der größere verliert, sondern zugewinnt. Es ist, glaube ich, eine sehr klare Haltung der Kärntner ÖVP gewesen in vielen Fragen und natürlich auch eine Haltung das war sicher auch wahlentscheidend in der Frage des Flughafens. Das war eben ungewöhnlich. Offensichtlich schätzen die Wähler ungewöhnliche Ergebnisse, weil sie ja eigentlich für nicht gegen die Privatisierung des Flughafens gesprochen Maria haben. Maria Rauch-Kallert, wäre es vielleicht denkbar,
dass hier der Tirol-Effekt, der Matley-Effekt eingesetzt hat, dass nämlich diese durchgängig negativen Ergebnisse der Meinungsforschung dazu geführt haben, dass die ÖVP-Stammwähler, die eigentlich schon am Weg waren, diese Partei zu verlassen, umdreht haben und gesagt haben, na hallo, wegschreiben lassen wir uns die Partei nicht, eingraben lassen wir es uns auch nicht, die sollen weitermachen dürfen, die kriegen meine Stimme, ich habe in die letzten Jahre ÖVP gewählt, jetzt wähle ich es halt in Gottes Namen noch einmal. Auch könnte das sein? Auch das ist möglich und auch das ist gut so. Aber wir wissen auch, es hätte ganz anders auch ausgehen können. Es hätte eine Demotivation aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben können. Es hätte auch eine Demotivation der Stammwähler geben können, weil niemand will bei den Verlierern dabei sein. Jeder möchte immer bei den Siegern dabei sein. Daher, was letztendlich war, werden die Umfragen, wahrscheinlich die Nachwahlbefragungen ergeben in wenn den nächsten Ihnen Tagen. Darf, das ist ne? Wenn ja. man Ihnen so. Glauben darf. Liebe Frau Rauch-Kallert, sehen Sie das heute auch als Erfolg für Karl Nehammer an? Hat der jetzt die Talsohle durchschritten und geht es für den jetzt auch wieder bergauf? Er sitzt ja im Auto, wer lässt sich das nicht nehmen, das heute zu feiern? Der ist ja mehr oder weniger aus der Badewanne oder aus der Sauna raus ins Auto gehuscht, um da jetzt noch rasch zu der Wahlfeier durch Klagenfurt aufzubrechen. Also ich gehe davon aus, dass es den Bundeskanzler ganz genauso freut wie jeden heute in der ÖVP, weil ja auch er kämpft und auch er versucht, sein Bestes zu geben und es auch tut und wirklich Land auf und Land ab unterwegs ist. Aber er wird genauso wenig wie Christian Stocker, unser Generalsekretär, diesen Sieg auf seine Fahnen heften. Es ist eine Landtagswahl, es ist das Ergebnis einer Landespartei. Wir haben das immer so gehalten und ich weiß, dass es auch die anderen Parteien so halten, dass Landtagswahlen sind und Bundeswahlen sind Bundeswahlen. Ich habe gedacht, Sie rufen jetzt in diesen Minuten gleich das große Comeback der ÖVP aus. Nein, das werde ich nicht, aber es ist gut für die Stimmung in der Partei und das soll man nicht unterschätzen. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die nächsten Landtagswahlen, es ist ganz, ganz wichtig für die Gesamtstimmung, auch in der Politik ist es wichtig, weil Kärnten gezeigt hat und die Regierungszeit der letzten Jahre in Kärnten, dass eine Zusammenarbeit, die auf ein gemeinsames Ziel gerichtet ist und nicht gegeneinander, offensichtlich doch zumindest auch von der ÖVP für den kleineren Regierungspartner gewürdigt wird. Und jetzt tue ich mir besonders schwer, unserem Freund Josef Czap unser gemeinsames Beileid, glaube ich, auszudrücken. Das ist eine schwere Stunde für den Josef, für seine roten Fahnen, auch für Herrn Nals, könnte man sagen, das mit Peter Kaiser jetzt wahrscheinlich mitleidet. Die ganze SPÖ ist heute schwer getroffen. Also bitte fünfmal minus 9%. Das hat die SPÖ schon lange nicht erlebt. Und das tut natürlich auch deshalb besonders weh, weil natürlich jeder von euch weiß, dass das eine hausgemachte Niederlage zum Teil war, die einfach dadurch entstanden ist, dass diese Partei sich in einen intriganten Stadel verwandelt hat. Nein, ich möchte einmal vorausschicken, dass ich persönlich betroffen bin, dass ich persönlich sehr, sehr traurig bin. Der Peter Kaiser ist ein alter Freund von mir, ich kenne ihn seit Jahrzehnten. Ich habe ihn noch begrüßt, wie er bei dir diese Elefantenrunde gemacht hat. Und wenn man bedenkt, und die Maria Rauch-Kallert, die immer für ihre fairen Wortmeldungen sehr schätze, hat er in einer ihrer Stellungnahmen darauf hingewiesen. Der hatte natürlich vieles an dem, was an Problemen in der Nachherer- und Dörflerzeit in Kärnten übrig geblieben ist, das musste er alles lösen. Da waren viele Schulden zu bezahlen. Der hat also richtige Probleme versucht und hat es auch gelöst und hat es geschafft, dass in Kärnten da durchaus ein investitionsfreudiges Klima für Unternehmer war, ein Wirtschaftswachstum, eine Höchste an Beschäftigung. Das hat aber anscheinend nicht den Ausschlag gegeben. Das ist sehr, sehr traurig, weil ich der Meinung bin, dass Politik heutzutage schon auch so funktionieren muss, dass es die Menschen berühren muss, wenn es um ihr Leben geht, um ihre Beschäftigung, um die soziale Sicherheit, um vieles, vieles, vieles. Kärnten ist ein wunderschönes Land. Kärnten ist ein Tourismusland. Kärnten ist ein Land, in dem die Menschen dort einfach in Ruhe leben wollen und dann nicht jedes Mal von einer Partyaufregung zur anderen kommen wollen. Ich möchte einmal gratulieren
den Siegern, faktisch eh allen heute, die da auf der anderen Seite sitzen. Ja, außer ist der SPÖ haben alle zugelegt. Genau, aber ich muss aber besonders gratulieren und ich will auch da fair sein, weil ich ihn auch sehr, sehr lange kenne und mit ihm gemeinsam im Parlament war. Das ist der Köfer, der Vorsitzende vom Team Kärnten, der da dieses Ergebnis gebracht hat. Man muss das respektieren. Ich respektiere aber auch die anständigen Wortmeldungen des Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Das ist ja das Schlechte, das machst du nämlich das oft. Das tut mir leid, aber ich kann nichts dafür. Denn jetzt kommt dein geliebter Peter Kaiser zu seinen SPÖ-Funktionären und das wirst du wahrscheinlich auch du hören. Da ist er, Peter Kaiser in der SPÖ-Zentrale in Klagenfurt. Der hier in, glaube ich, unglaublicher SPÖ-Solidarität gefeiert wird. Aha. Also, er spricht nicht, sondern er geht einen Stock höher. Keine Rede von Peter Kaiser hier vor seinen Funktionären. Reden wir weiter. Es war ein Applaus, ein großer Applaus. Aber es gibt überraschenderweise keine Rede. Schauen wir uns das noch bitte an, die Bilder, wie er da hinaufgeht. Die Stiege bitte, wenn wir noch mal zurückschalten können. Das heißt, da gehen jetzt alle hinauf, einen Stock höher. Die Frage ist, spricht er von da oben runter? Oder zieht er sich in ein Arbeitszimmer zurück? Ich meine, an und für sich wäre natürlich eine kurze Rede an die Funktionäre schon angebracht, würde ich einmal sagen. Riesenjubel für den Peter Kaiser. Er hat es sich verdient, muss man sagen. Es war sehr sympathisch, sein Wahlkampf. Alles andere als großspurig. Und da steht das Mikrofon. Und da wird Peter Kaiser jetzt vermutlich einige Worte an seine Funktionäre richten. Das ist eine Party auf zwei Stockwerken. Und das ist der zweite Stock mit dem Mikrofon, wo Peter Kaiser jetzt zu seinen Funktionären sprechen wird. Auch das eine tolle Leistung, dass er das heute Abend noch tut. Hut ab. Eigentlich damit gerechnet, dass sie mitkommen wird. Diese eigenartige Figur da mit dem rosaroten Hut ist übrigens Peter Kaisers Influencer auf TikTok. Hat leider auch nichts genützt, muss man sagen. Das kommt vielleicht erforscht. So, So, jetzt ist der Peter Kaiser aber gleich am Wort, wenn die Ovationen seiner Funktionäre ein Ende finden. Ö24TV vermitteln die Begeisterung. So, jetzt ist es aber soweit. Peter Kaiser spricht. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, schön, in einer Partei mit einem solchen Team, mit solchen Menschen wie ihr, die heute hier seid, arbeiten zu können, die auch in einer nicht angenehmen Situation zeigen, dass wir im Guten, aber auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen. Das zeichnet diese Partei historisch, aber eben auch gegenwärtig aus. Ich möchte mich zuallererst bei jeder Einzelnen und jeden Einzelnen von euch, die ihr in den letzten Wochen, Monaten, ja sogar Jahren Großartiges geleistet habt, ganz herzlich und ganz persönlich bedanken. Es tut mir leid.
die gemeinsamen Bemühungen, Anstrengungen, der, und dazu bekenne ich mich wahrscheinlich, die kreativste Wahlbewegung, die wir seit langem gehabt haben, das direkt bei den Menschen sein, nicht im Ergebnis festzustellen ist. Ich habe in allen Interviews heute gesagt, wir werden den Gründen sehr, sehr tief und sehr nachhaltig auch nachgehen. Das ist wichtig, damit wir merken, wo ist der Unterschied zwischen dem, wie wir Situationen einschätzen, unserer Gefühlslage, und ihr wisst, was ich meine, wir haben alle ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt und dann doch einem Ergebnis, bei dem man auch bei allem Respekt vor Wählerinnen und Wählern willen etwas ratlos erscheint. Und daher ist es wichtig, dass wir uns jetzt nicht in Selbstmitleid gehen oder die Fehler woanders suchen. Wir werden welche gemacht haben, auch wenn sie nicht auf dem ersten Blick erkennbar sind. Mein Vorschlag im Parteivorstand übermorgen wird in die Richtung gehen, dass wir uns hier sehr, sehr tief in die eigene Reflexion unserer politischen Tätigkeit auf allen Ebenen begeben werden, dass wir daraus Schlüsse ziehen und dann, so wie man es gewohnt ist von der Sozialdemokratie, als Partei wieder unsere Schwerpunkte setzen werden. In den Verhandlungen mit den anderen Parteien ist mir völlig klar, dass jetzt einiges an Forderungen kommen wird. Aber ich möchte zwei objektive Dinge neben dem Einbekennen, dass ich die Verantwortung für diese Niederlage natürlich als Vorsitzender, aber auch als Landeshauptmann auf mich nehme und nicht irgendwohin abschiebe, wie es vielleicht andere tun würden, sondern wir haben unser Bestes getan. Es hat nicht gereicht und es ist für uns schwer erklärbar. Was ich jedenfalls aber möchte, ist, dass wir von dem Ergebnis, das nebenbei bemerkt, mit 39% schon ein klarer Auftrag einerseits und andererseits ein Prozentabstand von 14,5 Prozentpunkten zum Zweiten ist. Auf der wir auch zukünftig ein hohes, gerüttet Maß an Verantwortung für die Menschen im Land, für dieses Land und alles, was damit zusammenhängt, machen werden. Und es ist im Übrigen auch das zweithöchste Ergebnis, das wir seit knapp 30 Jahren erreichen konnten. Nicht zufriedenstellend und keine falsche Häme. Wir haben nicht das erreicht, was wir wollten. Aber wir werden deswegen nicht aufgeben, sondern wir werden weiterarbeiten, intensiver als vielleicht bisher. Intensiver als bisher, aber vielleicht auch klüger, weil aus Fehlern wir nicht gleich auf den ersten Blick ersichtbar lernen. Ich werde am Dienstag im Parteivorstand natürlich, wie es üblich ist, auch entsprechende Fragestellungen formulieren. Ich möchte Arbeitsgruppen installieren und ich möchte, dass wir nicht lange im Wunde lecken, sondern in weiterer Verantwortung für die Partei, die Menschen und das Land sofort wieder tätig werden. Euch danke! Solidarität tut sehr gut, braucht auch jede und jeder Einzelne für uns in dieser Gemeinschaft. Den Medien danke ich für das hohe Interesse, auch um diese Zeit, aber ich glaube, dass dieser Dank an das beste Team, das wir haben und hatten, wirklich einer ist, der mir von ganzem Herzen kommt und dass wir das sein, worauf ich heute beim Einschlafen denken werde und nicht an etwas anderes. Danke, Freundschaft! So, das war also Peter Kaiser vor seinen SPÖ-Funktionären Standing Ovations. Eine Jubelstimmung, als hätte er gewonnen.
Das nennt man Parteidisziplin, Josef. Aber dir geht das Ganze ungefähr so nahe wie ihm. Er ist schon schwer angeschlagen, das haben wir gesagt. Ja, aber es war einer der anständigsten und ehrlichsten Analysen und Wortmeldungen von jemandem, der zum Beispiel eine Wahl verloren hat. Also zu sagen, wir sind ein bisschen ratlos, aber welcher Politiker stellt sich hin und gibt damit zu, dass er bei bestimmten Fragen ratlos ist. Daher müssen wir mal schauen und analysieren, was da los ist. Selbstmitleid hat keinen Sinn, hat er gesagt. Das ist überhaupt eine ganz wichtige Aussage. Und Fehler nicht bei anderen suchen, sondern die Fehler bei sich suchen und versuchen, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen. Ich muss auch sagen, die Wortmeldungen vom ÖVP-Spitzenkandidaten auch im Wahlkampf waren sehr anständig und sehr in Ordnung. Ja. Also diesmal zu sagen, wir haben eigentlich die letzten 5 Jahre gut zusammengearbeitet, hört man auch nicht immer, ist auch selten. Ich würde auch wirklich wünschen, so wie die Umfragen ergeben haben in Kärnten, dass die SP und die ÖVP wieder zusammenfinden, dass es vernünftige Gespräche sind, dass die ganz rasch an das denken, was für das Land wichtig ist. Und das finde ich in dem Zusammenhang war jetzt sehr, sehr guter Auftritt und hat gezeigt, dass auch Emotionen und Empathie sehr stark eine große Rolle spielen, auch hier bei ihm und mit Demut eben dieses Ergebnis akzeptiert hat. Also ich kann nur den, habe keinen Hut auf jetzt, aber ich würde den Hut heben jetzt und finde, dass das auch sehr, sehr gut ist. Was jetzt inhaltlich thematisch ist, schau, natürlich, ich glaube, dass die Analyse, alle Herrschenden sind jetzt einmal im Visier, grundsätzlich von diesem etwas problematisch besinkenden Vertrauen gegenüber Politik, Machtträgern und Entscheidungsträgern. Geht auch an Kärnten nicht vorüber, hat auch dort den Landeshauptmann getroffen, ich muss trotzdem sagen, aber 39% ist ein respektables Ergebnis. Das ist immer noch ein, naja, immerhin. Es ist ein Auftrag, dass man den Landeshauptmann das hast du versucht bei zu stellen. Nicht gesagt. Nein, aber bei der Mikl Leitner habe ich es gesagt. Aber bei Mantle hättest du das auch so gemacht. Nein, das war eine ganz eigene Situation. Aber bei der Mikl Leitner habe ich es auch gesagt. Ich habe gesagt, ja, das sind 40%. Ja. Dass man dann nicht über die ÖVP diskutiert hat, sondern über die SPÖ, das finde ich ist eine besondere Tragik damit in dem Ganzen. Damit sind wir ja beim Kernthema ja. Und deiner Tragik. Du kannst ja bei aller Wertschätzung, dass wir jetzt bald zu weinen anfangen, ja. Angesichts deiner Analyse. Der Peter weint eh schon. Oh ja, du hast Tränen. Ja, mehrere Tränen im Knopfloch, wie da die große Koalition sich gegenseitig in den Augen hast du gehabt, angesichts seiner Analyse. Das sind Krokodilstränen. Also, wir weinen gleich alle mit dir mit. Aber wenn man mal von diesen Tränen absieht, die wir gerne mit dir teilen, lieber Josef, dann musst du ja auch eine gewisse Wut haben, und zwar gewaltige Wut über den Menschen aus dem Burgenland, der euch diese Wahl versaut hat. Ja, der Meinung bin ich überhaupt nicht. Nein, ich bin nicht dieser Meinung. Ich finde, das ist absolut nicht richtig. Das Burgenland ist ein erfolgreiches Bundesland. Das Burgenland hat mit dem Landeshauptmann, der dort die absolute Mehrheit hat, wichtige Themen gesetzt, bis hin zu der Attacke auf die Ärztekammer. Ich hätte mir von ihm nicht erwartet, dass ein Umfrageergebnis über den Landesgeschäftsführer verbreitet wird, dass er an den Umfragen besser liegt als die Bundesparteivorsitzende. Das habe ich auch damals kritisiert. Aber du warst aber die letzten Wochen schon in Österreich. Ich war in Österreich, ja. Ich war sogar in Burgenland übrigens. Du hast schon mitgekriegt, ja. Wie der Herr Toscozil hier begonnen hat, die SPÖ-Chefin komplett zu zerlegen. Und du hast auch mitgekriegt, vielleicht auch nicht, weil du gerade am Weg hier erinnern bist, dass sich die erste SPÖ-Chefin jetzt gemeldet hat, und zwar die Vorarlberger SPÖ-Vorsitzende, und sagt, es sei ihr vollkommen unverständlich, wie man so unsolidarisch sein kann und jedes Mal vor einer Wahl eine parteiinterne Diskussion befeuert, die zu einer SPÖ-Wahlniederlage führt, hat sie gesagt. Punkt 1. Und dann ist sie noch um einiges härter geworden. Sie hat gesagt, der Toscozil soll endlich einmal an irgendeinem Gremium auf Bundesebene teilnehmen und dort offen seine Kritik kundtun. Er ist nicht manns genug, eine Diskussion in den Gremien zu führen. Er versteckt sich im Burgenland, hat nicht die Courage, über die Grenze zu kommen und an den Sitzungen teilzunehmen, zerstört stattdessen die Partei. Also viel brutaler kann man eine Hinrichtung eines SPÖ-Landesparteivorsitzenden nicht formulieren.
Ich habe immer kritisiert, dass er nicht zu den Sitzungen geht und die Positionen dort nicht verbreitet, die er einbringen will und wo er meint, dass es eine Korrektur auf der Bundesebene geben soll. Der Meinung bin ich schon. Ich bin der Auffassung, man sollte jetzt den Peter Kaiser ernst nehmen, der sagt, nicht den Fehler bei anderen suchen. Wenn jetzt begonnen wird, eine Diskussion, dass der Hans-Peter Toscosi schuld ist am Wahlergebnis in Kärnten, dann soll die SPÖ den Schlüssel nehmen und zusperren. Denn es muss einfach, aus sein mit dieser Streiterei. Es muss aus sein, wo einer gegen den anderen in der Öffentlichkeit irgendwas von sich gibt, sonst wird sich diese Partei nicht erholen. Und das sage ich jetzt mit sehr viel Emotion, weil mich das sehr, sehr berührt. Ich war immerhin fast 14 Jahre Fraktionsvorsitzender, Klubmann, ich war jahrelang Bundesgeschäftsführer. Also ich bin sehr lange Mitglied, ich bin jetzt noch ein Bezirk Vorsitzender. Ich halte das für ganz falsch. Daher finde ich, ist die Aussendung, jetzt bloß ich finde die Aussendung auch in der Tonlage, ich respektiere das sonst immer, ich verstehe diese Aussendung gar nicht, ja. Das bringt gar nichts. Und es ist jetzt das zu machen, was Peter Kaiser sagt, die Fehler nicht irgendwo anders suchen. Und es hält ja niemand ab, diejenigen, die mit dem Hans-Peter Toscosi anderer Auffassung sind, dass sie das versuchen, mit ihm auch auszudiskutieren. Der macht ja keine Verweigerung. Ich war ja bei einer Bezirkskonferenz vor kurzem bei der SPÖ Neusiedl, ja, wo 250 Teilnehmer waren, wo der Hans-Peter Toscosi referiert hat, der Hans Niesler referiert hat. Eine ganz normale, gescheite Diskussion mit tollen Leuten dort, mit einem tollen Sozialklima, mit einer Disziplin. Einfach gut. Ja, die sind gut aufgestellt. Und ich wehre mich dagegen, wenn wir jetzt beginnen, da so mit Feindbildern und mit irgendwelchen Dingen sich gegenseitig zu attackieren. Also mir geht jetzt durch jahrelange Arbeit für Österreich, aber auch für die Sozialdemokratie. Und ich will nicht haben, zerstört wird. Das muss verhindert werden. Das muss verhindert werden. Und ich werde wirklich versuchen, ich bin so energiegeladen, ja, wenn das so weitergeht. Ja. Weiß ich gar nicht, was ich noch alles vorhabe. Ja. Weiß ich noch gar nicht, was ich noch alles vorhabe. Dass es jetzt zum Showdown kommt zwischen Randy Wagner und Hans-Peter Toscosil, wo sich jetzt die Randy Wagner-Anhänger, die ja in der Mehrheit sind, hinter Randy Wagner zu versammeln beginnen. Es soll ja auch bereits Michael Ludwig gesagt haben, es reicht jetzt. Der Toscosil gehört jetzt endlich zurückgestutzt. Auch Doris Burris soll das gesagt haben. Es setzt jetzt ja offenbar eine ordentliche Bestrafungsaktion gegen Hans-Peter Toscosil. Das kann niemand und das will niemand und das geht nicht. Ja. Der als Landeshauptmann hat dort eine absolute Mehrheit, der lässt sich nicht stutzen. Mit dem muss man versuchen, in einen Dialog zu treten. Ich habe es gemacht, mir gelingt es. Ich diskutiere mit anderen. Ich bin ein großer Unterstützer des Michael Ludwig und so weiter. Also ich finde, das ist alles machbar, aber das muss man jetzt wollen und sich ja nicht in einen Strudel da hinein treiben lassen. Und es gibt ja keinen Showdown. Soll ich sagen, wenn es wirklich, er hat es ja noch nicht gesagt, aber wenn er sagen sollte, wenn es wirklich die Diskussion gibt, wer ist der nächste Spitzenkandidat? Da gibt es dafür den Bundesparteirat, dann wird dort abgestimmt oder man einigt sich vorher, was immer gescheiter ist, nebenbei erwähnt, ja. Oder man macht eine Mitgliederbefragung. Nur sehr erfolgreich sind Mitgliederbefragungen in der SPD nicht gewesen. Vielleicht können wir da ein anderes Beispiel machen, wo es zwei Kandidaten gibt. Aber nur so ist es lösbar. Der Peter Westenthaler, ganz kurze Wortmeldung, dann gehen wir in eine Werbepause und dann bist du wieder dran. Darf ich das nochmal fragen? Von der Vorarlberger SPÖ-Vorsitzenden Falk Schlunger, bitte. Das ist es, was, wenn mich nicht alles deutet, die Ehegattin des grünen Gesundheitsministers. Das ist richtig, aber so das hat jetzt was. Nein, so ein Zufall, dass die als Erste einzündelt bei der SPÖ an einem Tag, wo die Grünen nicht an meinen Landtag reinkommen. So ein Zufall. Also ein bisschen Politprofis sind wir schon, dass es gleich abgehängt wird, dass noch ja keiner. Die Frau Maurer. Die Frau Maurer. Die Frau Maurer von den Grünen, weißt du, was deren erste Reaktion war darauf, dass die Grünen reinkommen, ist Ziel erreicht. Jetzt sagt Ziel erreicht. Die Grünen scheitern an einem Einzug. Gut, über den ich finde, solche Ziele sollten sie also, öfter haben. Das du wirst ja uns sagen, nein, die Dame hat ganz kein was Rechtes zu sagen. Ich will nur ganz was anderes. Die ganze Kiste, Toscosil, Randy Wagner, Ludwig, diese ganze Streiterei. Jetzt muss ich echt, bevor wir weiter weinen, weil wir sind ja zum Weinen da, weil wenn wir über das Weinen reden, dann müssen wir darüber reden, dass die Menschen im Lande weinen. Du bist aufgrund gerührt, der Teuerung, aufgrund, dass sie 3 Jahre eingesperrt worden sind, wegen Corona von den Landeshauptmännern. Ja, das ist doch eher eine Meinung, der zweite Mal. Aber lass mich am Schluss bringen. Die Leute haben satt und deswegen auch diese Klatsche heute an der SPÖ. Genau. Die Leute haben satt, sich jeden Tag mit innerparteilichen Befindlichkeiten von Sozialdemokraten und Politikern auseinanderzusetzen. Ja, ich sag's eben auch. Und
die haben satt, dass sie sich nicht, um sie kümmern, dass eine SPÖ 3 Jahre lang die komplette Corona-Politik der ÖVP und der Regierung abnickt in der Opposition und alles mittragt bis hin zum Krisensicherungsgesetz, die bei den Mieten eine Mietensenkung fordert, aber in Wien jetzt am 1. April um 8% die Mieten erhöht, der Herr Ludwig. Das ist, da stimmt das Getanene nicht mit dem Gesprochenen zusammen. So, und da, Achtung, da muss ich die jetzt SPÖ muss ich unterbrechen, denn jetzt ist es soweit. Jetzt kommt Karl Nehammer live bei der ÖVP-Siegesfeier an. Die Miene von Maria Rauch-Kaller, da hält sich. Jetzt feiert die ÖVP mit ihrem Bundesparteivorsitzenden. Man könnte meinen, er wurde soeben zum Kanzler wiedergewählt. Karl Nehammer lässt sich feiern und feiert mit. Ist natürlich auch eine tolle Leistung, der ist jetzt 4 Stunden von Wien raufgefahren nach Kärnten, um hier in die Hände zu klatschen. Und beachte auch den Bär bitte, das ist auch noch wichtig. Der Karawanenbär. Sag, was macht denn der? Ist dann einmal 5% Gewinner, sagt irgendwann einmal. Ja, das ist wahr. Überschlag das jetzt. Gut, vorbei mal. So ist Sendezeit. Ja. Sich die Voraussetzungen, eigentlich wollte Karl Nehammer heute abtauchen und sein Handy abdrehen, aber manchmal sind die Ergebnisse so, dass man nicht nur das Handy, sondern sogar das Auto aufdreht und noch rasch nach Kärnten fährt und sich feiern lässt. Jetzt wird Karl Nehammer gefeiert, jetzt wird Martin Gruber gefeiert, der auch Gruber genannt wird, der Gruber und deshalb der Bär im Hintergrund. Nur zu erklären. So, jetzt spricht der ÖVP-Chef. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, es ist heute der Tag des Martin Grubers und der Kärntner Volkspartei. Mein Dank gilt den Funktionärinnen und Funktionären, den Wählerinnen und Wählern, die die Kärntner Volkspartei gestärkt haben. Redliche Politik, Martin, zahlt sich zu 100% im wahrsten Sinne des Wortes aus. Herzliche Gratulation für deine Kreuzung. Herzlichen Dank. Danke schön. Fragen bitte. Herr Nehammer, was bedeutet denn dieses Ergebnis in Kärnten jetzt auch für den Bund? Kann dieses Ergebnis auch die Bundes-ÖVP mit nach vorne bringen? Na, zum einen, so wie ich schon gesagt habe, ist es heute der Tag der Kärntner Volkspartei. Es ist der Tag des Martin Grubers, seines Teams, der Funktionärinnen und Funktionäre, dass sie so hart gekämpft haben. Sie wissen, wie die Stimmungslage vorher war, was die Umfragen gesagt haben. Ich habe es das Gegenteil bewiesen. Man darf sich nicht unterkriegen lassen, man muss hin zu den Menschen. Die Wählerinnen und Wähler haben durch das Vertrauen, das sie heute der Volkspartei ausgesprochen haben, diese Arbeit belohnt. Und das ist ein guter Tag für die Kärntner Volkspartei und damit auch für Kärnten. Aber hatten Sie die Kärntner ÖVP vielleicht auch gar nicht so am Schirm? Weil Sie sind ja jetzt auch spontan hergekommen, anstatt zu sagen, ich bin ohnehin da. Also zum einen haben wir beide eine sensationelle Veranstaltung, glaube ich, knapp 10 Tage vor der Wahl gemeinsam machen dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes, 700 Funktionärinnen und Funktionäre vor Ort, der deutsche Bundespräsident Christian Wulff war auch dort. Und das hat mir schon signalisiert, dass da was in Bewegung ist, weil 700 Menschen im Wahlkampf mitten sozusagen in der Action da an einem Abend, guter Stimmung und motiviert. Das hat schon, glaube ich, viel ausgedrückt. Ich war bei der Niederösterreichischen Volkspartei, wo es nicht so sonnig war. Heute im sonnigen Kärnten ist es so und ich werde in Salzburg sein. Es ist die Aufgabe des Bundesparteiobmanns, immer an der Seite derer zu stehen, die in den Ländern kämpfen. Und heute ist es halt auch wirklich ein schöner Tag für die Kärntner Volkspartei, weil nochmals, die Umfragen haben ganz anderes gesagt, die Zeitungskommentatorinnen und Kommentatoren. Für Martin Gruber und sein Team ist das heute ein wirklich besonderer Tag, weil eben redliche, harte Arbeit sich auszahlt, Themen anzusprechen, die die Menschen bewegen. Und das freut mich besonders für Kärnten auch. Wie
Also ich kann mich erinnern, dass ja da im Vorfeld auch viele Diskussionen waren. Das, was wirklich besonders ist, die Kärntner Volkspartei hat alle Regierungsmitglieder eingeladen, im Wahlkampf zu unterstützen, den Klubobmann der Volkspartei, den Bundeskanzler. Es ist eine schöne Teamleistung, natürlich vor allem der Kärntner Volkspartei, aber alle jetzt in der Bundesregierung, alle in der ÖVP freuen sich, dass wir da einen Beitrag dazu leisten konnten. Und jetzt feiern wir gemeinsam. Ja, genau. Dankeschön. Ja, so einen ausgelassenen, lockeren Karl Nehammer haben wir lange nicht gesehen. So eine ÖVP, die singt "Oh, wie ist das schön", wie auf dem Fußballplatz, haben wir auch lange nicht gesehen. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann wird Peter Westenthaler die zweite Runde dieser Analyse eröffnen. Wir sind gleich wieder da. Die Landtagswahl 2023. Ja, willkommen zurück bei uns zum großen Höhepunkt an diesem Landtagswahlkampftag oder sagen wir Marathon-Tag und bei uns im Studio weiterhin Josef Czap, Peter Westenthaler und Maria Rauch-Kallert. Auch in der Pause wurde hier heftig weiter diskutiert. Ja, natürlich. Das ist ein Tag, der viele, viele Diskussionen haben wird auf allen Ebenen. Und der Peter Westenthaler wird jetzt da gleich wieder mal ordentlich reinblasen. Du wolltest was zur SPÖ sagen. Nein, ich wollte jetzt... Die Pamela Rendi-Wagner ist hier abgedampft. Still und leise, was sehr ungewöhnlich ist für Parteivorsitzende, dass sie nach Kärnten kommt und sich dann nicht ihren Funktionären stellt, sondern die ist einfach verschwunden. Also da ist die Stimmung schon sehr, sehr, ich würde sagen, durchwachsen in der SPÖ. Sehr durchwachsen, aber man muss das ja gerade rücken. Ich möchte jetzt wirklich, ich vergönne der Maria Rauch-Kallert sehr heute, sie sitzt da und lacht. Wenn du jetzt keine Dame wärst, würde ich sagen, wie ein Hutschpferd. Also sie sitzt da und lacht, freut sich über den Erfolg. Aber ich würde dieses Bild des jubelnden Herrn Nehammer, das stört dich sehr. Nein, das stört mich nicht. Ich will es nur, jeder Seher, der jetzt da vom Fernseher sitzt, den dreht sich ja den Magen um. Nicht? Wenn eine Kanzlerpartei den Zuwachs von ein bisschen was über 1% auf 17% geradeaus, mehr haben sie nicht, so feiert, dann wird er in Wahrheit schlecht. Eine Kanzlerpartei, die noch 2019 bei der letzten Nationalratswahl in Kärnten 35% gehabt hat, 35, ja, 35, muss man sich mal vorstellen. Kurz. Also das Doppelte von dem, was ich heute. Und die bis zum Jahr 1999 in Kärnten keine Wahl unter 20% hatte. Das soll man mal sagen. Und da waren die meisten Wahlen bis 1999. Und jetzt feiert eine Kanzlerpartei mit einem Kanzler, der selber noch nie gewählt worden ist, der musste sich noch nie an der Wahl stellen, feiert das Zulegen um 1% auf 17%. Ich kommentiere es nicht, weil ich der Meinung bin, jeder, der das gesehen hat, kann das selbst kommentieren. Man könnte das auch psychologisch sehen. Dieser ist hergewatscht worden, unter anderem von dir. Mittwochabend hat eine Wahl nach der anderen verloren. Tirol, Niederösterreich, hat schon geglaubt, das letzte Lichtlein brennt, der letzte trat das Licht ab im Kanzleramt. Aber damit schließt und heute gewinnt er und jetzt befreit er sich. Mit 17% als Kanzlerpartei, hervorragend. Na, ist ja gut. Erster Sieg, oder Maria Rauch-Kallert? Er soll jetzt 7 Wochen, 6 Wochen ordentlich feiern jeden Tag, weil dann kommt die nächste Klatsche in Salzburg. Na, schauen wir mal, vielleicht dreht sich ja das. Sicher, weil da die Bevölkerung den nächsten Landeshauptmann sich zur Brust nimmt, ist ja ganz klar, weil wir im Moment diese Stimmung haben und das, wir haben es analysiert, es ist im Moment eine Stimmung gegen die Regierenden da, aber die kommt nicht aus Wut oder Zorn, sondern die kommt, weil die Leute sich einfach nicht gehört fühlen. Weil die Menschen jeden Tag ihre Vorschreibungen der Energiekosten kriegen, bei der Tankstelle den Sprit zahlen, ihr sich das Leben nicht mehr leisten können, die Mieten sich nicht mehr leisten können und die Politik beschäftigt sich ausschließlich mit sich selber und bringt keine Lösungen, hilft den Menschen nicht, keine Empathie. Die Politiker von Rot und Schwarz hauptsächlich wissen nicht, wie es den Menschen in diesem Land geht und deswegen kriegt sie es nicht. Und ich finde es irgendwie putzig, Diese Gemeinsamkeit, die Deutsche wieder kommen, die sich jetzt auch in den Koalitionsformen widerspiegelt. Das rot-schwarze Schreckgespenst kommt retour. In Niederösterreich kriecht die SPÖ schon zu Kreuze und wird in Michael Leitner zur Landeshauptvermögen. Und in Kärnten kommt der Herr Gruber mit solchen Muskeln, weil er jetzt 1% dazu gewonnen hat, wird vielleicht einen Landesrat mehr bekommen und lässt sich einkaufen von den Roten. Und so wird das Tauschspiel Niederösterreich-Kärnten stattfinden. Dort der starke Rote, da dort der starke Schwarze und es wird wieder zu einer Renaissance, ob das gut ist fürs Land, lasse ich dahingestellt, von SPÖ und ÖVP kommen. Und daher
wird es in Salzburg die Wahl noch deutlich anders ausgehen müssen. Unser lieber Politikerklärer, erklär uns als erstes einmal bitte, warum hat die ÖVP gewonnen? Weil nach deiner These hätten die ja fürchterliche Watschen kriegen müssen als Vertreter der Regierung, vor allem als Vertreter dieser Wiener Regierung, hätten die ja in den Wörthersee hineingewatscht werden müssen. Und du hast es ja auch vorhergesagt, dass sie in den Wörthersee gewatscht werden werden. Erstens gibt es da einen gewissen offensichtlich Mitleidseffekt. Du hast das selber gesagt, gebe ich dir recht. Du hast dir gesagt, na, die hauen aber so drauf, das wollen wir auch wieder nicht. Mag sein. Zweitens ist die ÖVP in Kärnten bei dem Ergebnis, wo sie das letzte Mal waren, schon auf dem gusseisernen Bestand. Das hat keiner berücksichtigt. Du hast ja dort schon diese 15% oder 16%, die sie gehabt haben, die sind ja schon Familienmitglieder, Kinder, Kindeskinder, Großväter. Der Gemeinderäte. Gemeinderäte, das ist der Guss. Das sind die, die sogar noch im Tunnel an Schotten werfen, so schwarz sind die in Kärnten. Deswegen ist das diese 15-17%. Und deswegen kann man ja nicht 17% aus diesem Riesenerfolg feiern. Aber sie sollen es. Ich vergönne es ihnen. Aber das hättest du ja vorher wissen können. Und dann kommt noch was. Ein drittes Argument, das ist jetzt aktuell zur Wahl, was gelungen ist, ist in Kärnten ein Horse Race. Und für Wahlen, sogenannte Pferderennen, ist ein Horse Race immer gut. Und es ist der ÖVP gelungen, ein Horse Race um Platz 3 mit dem Team Köfer auszurufen. Und das ist gelungen und daher hält sich der Erfolg des Team Köfers auch im Vergleich zu den Umfragen in Grenzen, weil das hätte ja bis 15-17% aufgehen können. Und die ÖVP konnte hier Wähler immunisieren, die vielleicht schon am Sprung zum Team Köfer waren. Und die haben gesagt, nein, jetzt ich will schon die ÖVP. Also deine Analyse, warum die ÖVP gewonnen hat, ist, weil du sagst, unter 15% kann es nicht runtergehen, weil das sind schon die Verwandten aller ÖVP-Gemeinderäte dabei, weniger gibt es nicht. Und die Pfarrersköchinnen, die du vorher erwähnt, die Pfarrersköchinnen. Ich habe gesagt, das sind fast alle Pfarrersköchinnen. Maria Rauch-Kallert, warum hat die ÖVP heute gewonnen? Warum strahlen sie so? Ich nehme an, ich habe keine Nachwahlbefragungen gemacht, das werden die Nachwahlbefragungen wahrscheinlich deutlicher zeigen, aber ich nehme an, weil doch die solide Arbeit, die die ÖVP in der Regierung geleistet hat, in Kärnten honoriert wurde, auch in Kärnten geleistet hat, als konstruktive kleinere Partei. Meinen in der Sie jetzt Regierung. Die Regierungsarbeit in Kärnten, oder auch die Regierungsarbeit in Wien? Nein, ich meine die Regierungsarbeit in Kärnten. Und wir haben immer gesagt, Landtagswahlen sind Landtagswahlen und wir lassen es auch da. Das hat auch der Nehammer gesagt. Niemand, auch der Generalsekretär Stocker hat das gesagt. Wir sagen das vor der Wahl, wir sagen es nach der Wahl. Es ist auch so, die Wählerinnen und Wähler sind klug genug, die Arbeit im Land zu unterscheiden von der Arbeit im anderen, in der Gemeinde. Es ist ja auch so, dass nicht immer die Gemeindeergebnisse mit den Landesergebnissen übereinstimmen müssen. Es sind auch Persönlichkeitswahlen, da ist wirklich dem Martin Gruber auch zu gratulieren, dass ihm das gelungen ist, aber nicht nur als Person, sondern auch als konstruktiver Regierungspartner, der in den letzten 5 Jahren war. Was halten Sie denn von der Idee, die Gunst der Stunde zu nutzen und den Herrn Martin Gruber, wie wir jetzt ja wissen, zum Landeshauptmann zu machen mit den Stimmen der FPÖ und des Team Kärnten? Das ginge sich aus. Ich persönlich halte nichts davon, aber die Entscheidung... Wieso halten Sie nichts davon? Wieso? Weil ich für konstruktive Arbeit im Land bin und das hat in den letzten 5 Jahren gut funktioniert. Daher, wenn sich die beiden Parteien wiederfinden, wäre das, glaube ich, gut für Kärnten. Ich schätze auch den Landeshauptmann Kaiser persönlich sehr. Er ist ein sehr moderater Politiker, der mit allen im Gespräch bleiben kann, der sich sehr engagiert. Also, hier also von einem Wechsel von Kaiser zu Gruber halten Sie gar nichts? Ich weil Sie nehme sagen, nicht der Dritte an, soll nicht also Landeshauptmann werden. Ich nehme nicht an, dass 17,1% reichen in einer Koalition mit einem Partner mit 39,4%, um den Landeshauptmannssessel zu beantworten. Aber in einer Koalition mit der FPÖ und dem Team Kärnten. Kannst du dir das vorstellen, dass die FPÖ den Herrn Gruber zum Landeshauptmann macht?
Naja, wenn Sie da, dafür das Wirtschafts-, das Finanzressort... Da müsste ich auch an den Weihnachtsmann und ans Christkind glauben. Dann kann ja, ich mir das auch vorstellen. Das, ja, also, das ist der größte Schwachsinn. Das ja, ist der größte Schwachsinn. Da war ein Kopfschuss für die Freiheitlichen, und sie es machen. Wieso? Das, na, weil das, wenn ich zweitstärkste Partei mit über 24%, auch ein Wahlsieger dieser Wahl übrigens nur so nebenbei, auch bin, da wäre doch nicht den drittstärksten mit 17, der 7,5%. Das hast du doch hier schon mal gesagt. Ja, ja. Das wollte ich sagen, das aber kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin um meine Meinung gefragt. Du warst im Verhandlungskommissar. Meine Frage lautet, die Frage, ob das wahrscheinlich ist, völlig unwahrscheinlich. Ich würde es mir wünschen, weil ich der Meinung bin, diese Wahl war auch eine Richtungswahl. Die Parteien Mitte rechts haben zugelegt, die Parteien Mitte links haben dramatisch verloren. Das sollte man auch mal so nebenbei sagen. Also man, was könnte, würdest du dir wünschen? Na, ich würde mir wünschen, dass die Demokratie alle Stiegeln spült und dort natürlich Alternativen überlegt werden. Aber ich halte sie für deshalb unwahrscheinlich, weil doch schon längst diese rot-schwarze Partie das abgedealt hat. Bitte, aber, das sitzt doch, lass mir das fertig. Weiß denn das? Na, lass mir das sagen, das sitzt doch in Niederösterreich eine ÖVP-Landeshauptfrau, die schon mit dem Finger sagt und sagt, ihr Rotten, ihr werdet mir jetzt schon schön die Mehrheit machen und die Koalition, weil sonst findet das in Kärnten nicht statt. Ja, und das ist abgetauscht. Du wirst in Kärnten finden eine schwarz-rote Koalition und in Niederösterreich eine schwarz-rote Koalition. Du würdest eine blau-gelb-schwarze Koalition in Kärnten für gut halten mit einem Landeshauptmann Gruber. Das würdest du nein, mit einem Landeshauptmann Angerer. Entschuldigung. Nein, erstens einmal mit einem Landeshauptmann Angerer, weil der ist von den drei stärksten, von den drei Parteien der stärkste mit Abstand. Verstehe. Dann kann man sich vielleicht einigen auf eine Halbzeitlösung, so ist es auch gegeben schon haben. Zwei Jahre der, auch das ist möglich. Aber die Demokratie, das ist Demokratie, freies Spiel der Kräfte. Die Mehrheit ist nicht in Händen der Sozialdemokratie. Das muss man jetzt erkennen. Genauso wie das schmerzlich ist für die ÖVP bis heute, zur Kenntnis zu nehmen, dass keine Mehrheit mehr in Niederösterreich hat. Genauso schmerzlich ist es für die SPÖ, zur Kenntnis zu nehmen, dass sie keine Mehrheit mehr in Kärnten hat. Und wenn sich Parteien, die gewählt worden sind und die noch dazu eine Wahl gewonnen haben, die drei Wahlsieger, alle drei Wahlsieger sind, zusammentun und ein Landeshauptmann, wäre das doch nicht schlecht. Es wird aber nicht passieren, weil Rot und Schwarz sich alles auspacken. Ich habe noch nie eine Diskussion erlebt, wo man so lange über einen Gewinn von 1,5% diskutiert hat. Ich hätte mir immer Plus wünschen. Hallo, was ist da? Wie hast du das letzte Mal gesagt? Singen können Oliver, reden kann ich mir auch einer. Den Satz habe ich mir gut gemerkt. Aber du hast von minus 1%. So, daher finde ich, es geht doch nicht darum, welches Pokerspiel gerade zirkt, es geht darum, was ist für Kärnten im Moment das Beste. Und die Umfragen haben ergeben, dass die Mehrheit in Kärnten sich wünscht, dass diese Regierung weiterarbeitet. Deswegen ist einer der Gründe, warum die ÖVP diese Unterstützung auch bekommen hat, weil sie gesagt hat, um Gottes Willen, die sterben uns unter der Hand weg, die haben mit den Umfragen unter 10%, was weiß ich, was da draus wird, was weiß ich, was dann kommt. So, und daher glaube ich, ist das schon auch einer der Gründe, dass das dann dazu geführt hat, zu diesem Ergebnis. Ich möchte erklären, so die minus 9%, die SPÖ hat, ich glaube schon, dass es natürlich auch Themen gibt, die Mitverantwortung tragen dafür. Bitte. Das ist aber nicht der Kaiser allein. Er behauptet immer, der Kaiser ist es. Nein, ja. Achensee. Es ist das Treffen aller Landeshauptleute dort, plus des Herrn Schallenberg, plus aller. Und Haslauer. Anstatt dass man sagt, unselige ich bin ein Anhänger immer gewesen. Freiwilliges Impfen lassen, freiwillige Massenzwang, ich bin gegen Zwang. So. Und dort wurde die Impfpflicht Gesetzgeschichte gemacht, die noch so deppert war, dass sie dann am Schluss auch aufgelöst wurde, gar nicht angewendet wurde. Jetzt zahlen alle einen Preis für etwas, was für nichts war. Es war für die Luft. Es war für die Luft. So tut sie immer, wenn ich rede, unterbrechen. Sonst ich bin immer so nett und unterbreche ich nicht. Darf ich um etwas Disziplin ersuchen? Ja, danke, das ist gut. Super, das schätze ich an dir total, wenn du so intervenierst. Also jedenfalls, da finde ich, und jetzt muss ich was korrigieren, was ich mitkriege von den Verhandlungen in Niederösterreich, nachdem die dort gedemütigt wurden, jahrelang von der ÖVP Niederösterreich, dann setzt sie nicht die SPÖ dann dorthin in den Verhandlungen mit der ÖVP und sagt, okay, jetzt habt ihr uns das Kreuz gebrochen jahrelang. Also daher sind wir froh, wenn wir nur irgendwie einrutschen in die Kompetenzen und in die Regierung. Da wirst du täuschen. Was ich höre, sind das sehr harte Verhandlungen, konstruktive, harte Verhandlungen. Und daher finde ich auch das richtig so. Und es hat Niederösterreich auch mit Kärnten nichts zu tun. Und in Kärnten hat der Peter Kaiser gesagt, der wird mit allen reden. Der Peter Kaiser ist einer, der sagt,
Er redet auch auf Augenhöhe mit den Freiheitlichen, was man mit Angerer wirklich kann, weil der nämlich nicht zu den Jim-Bum-Freiheitlichen gehört, sondern der ist die, der wirklich Sachpolitik in den Mittelpunkt, der sagt, ja okay, natürlich habe ich gesagt, ich will Landesmarkt nach Wien, aber unter uns gesagt, hat er eigentlich heute gesagt, er Blödsinn, weil ich habe ja nicht so viel und der hat 39%. Und mit solchen Leuten kann man zusammenarbeiten und das wird der Peter Kaiser sicher auch machen. Ja? Weil der so eine Art Arbeitsübereinkommen kann vielleicht also ich geben. Schließe mit dir gestern mit mir Wette ein heute. Ich schließe mit dir Wette ab. Kärnten, Rot-Schwarz, Niederösterreich, Schwarz-Rot, ich wette, sehr viel da geht. Das ist, das ist ja nicht sehr schön. Ja, er will mir gerade erklären, dass das vielleicht doch nicht kommt. Nein, das sage ich nicht. Ich sage, man muss ist doch längst ausgepackt. Nein, ich sage, es ist doch nicht verboten. Jetzt, nein, was haben wir im Parlament gemacht? Du warst in der Opposition, ja, wir waren in der Regierung. Ja. Und trotzdem haben wir gewisse Sachen gemeinsam gemacht. Ja, ja, okay. Ja, okay. Und das wird in diesen beiden Ländern genauso aber der sein. Ist doch so, nein, so aber du, nein, du tust immer nur das Schlechte. Lass mir den Ansatz sagen. Nein, ich möchte haben, dass sich der Peter Westenthaler befreit von diesem grundsätzlichen negativen, schlechten Zugang und dass er aus das Gute aus dir herauskommt. Wir werden jetzt vier Minuten auf den Peter Westenthaler einreden und seine Seele massieren, dass das Gute rauskommt. Wir gehen in eine Werbepause, dann werden wir schauen, ob man mit einem geläuterten Peter Westenthaler, bei dem das Gute herauskommt, wieder zurückkommen in dann den zweiten Teil dieser Diskussion. Wir sind gleich wieder da. Kurze Werbepause, bitte. Die Landtagswahl 2023. Und weiter geht's beim Höhepunkt unseres Wahltags. Die große Diskussion weiter. Peter Westenthaler, Josef Czap, Maria Rauch-Kallert bei uns im Studio. Ja, wir wissen, dass Sie das am liebsten sehen und deshalb das bei uns als das Alternativprogramm zum Tatort im Hauptabendprogramm. Tatort Westenthaler könnte man sagen oder Tatort Czap. Und wir wissen von den letzten Malen sensationelle Quoten, hoffentlich heute auch. Wir freuen uns über jeden, der zuschaut. Es war ein wirklich spannender Marathontag. So, Peter, jetzt erklär uns einmal, was wird denn bundespolitisch nach dieser Wahl passieren? Wird die Pamela Rendi-Wagner das wegdrücken? Wird sie überleben? Sie ist ja plötzlich verschwunden in Kärnten. Ich finde es schon ein bisschen ungewöhnlich, dass die nicht zu ihrer Partei, zu ihren Parteifunktionären gesprochen hat, so wie Nehammer. Warum verschwindet die plötzlich? Ist sie angeschlagen? Wird sie das überleben können? Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat sie mehr Informationen wie wir und sie wäre dort einfach rauspfiffen worden von der eigenen Leitung. Ich weiß es ja nicht. Aber Tatsache ist, die Messer sind gewetzt. Das ist eine Aussendung, ist heute schon da. Das ist ja für Sie. Ich meine jetzt in der weiteren Diskussion, wer wird Parteichefin. Und die SPÖ, jetzt bin ich nicht der Chefberater und auch nicht der Chefpsychologe und Therapeut der SPÖ, aber im Sinne des Salzburger SPÖ-Vorsitzenden, ich glaube Egger heißt, der da auch schon mal gesessen ist, der hat jetzt noch 7 Wochen Zeit bis zu dieser Wahl, der muss ja das ursprünglichste Interesse haben, dass diese Entscheidung jetzt und zwar rasch möglicherweise schon in den nächsten Tagen fällt. Und zwar, ich sage jetzt, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Aber wenn der Salzburger das zulässt, dass das so wie bei den vergangenen 3 Landtagswahlen, wo ja die SPÖ Serienniederlage eingefahren hat, sie haben ja alle 3 Landtagswahlen verloren, sind in 2... Naja, in Tirol sind, nicht, da haben es ganz leicht. Na, sind aber auf dem dritten Platz zurückgefahren, lieber Wolfgang. Wir sind aber dafür in die Regierung und von der FPÖ überholt worden. Und in Niederösterreich auch von der FPÖ überholt. Und heute hast du überhaupt das Debakel mit 9%. Das heißt, der kann doch nicht sehenden Auges zuschauen, wie ihm seine Fälle auch in Salzburg davon schwimmen. Wäre ich Salzburger Parteichef der SPÖ, der würde sagen, Freunde, und jetzt, ich würde so eine Entscheidung haben, ich würde so einen Parteitag kommen, innerhalb, so schnell es geht, der nächsten 2-3 Wochen, und dort gibt es eine Abstimmung, und der gewinnt das Parteiobmann. Und dann geht der mit an Dreif der Erneuerung, Geschlossenheit, neue Partei in die Wahl hinein. Aber wenn das nicht gemacht wird, das weißt doch du, und da brauche ich gar nicht viel nachdenken, dann wird es auch in Salzburg ein böses Erwachen geben für die SPÖ, weil diese Frage nicht gelöst ist. Und kann die Pamela diesen Ringkampf mit dem Hans-Peter Doskozil noch gewinnen? Wird sie den gewinnen oder ist die Dead Woman Walking? Nein, ich glaube, sie kann es gewinnen. Ich glaube, dass mittlerweile
das Gewicht in der SPÖ ziemlich gleich verteilt ist und dass mit jeder Attacke des Herrn Doskozil, ich sage es nochmal, mit jeder charakterlosen, unfairen Attacke, die da gefahren wird vom Doskozil, weil das ist wirklich charakterlos, selber sie nicht aufzustellen, selber die Karten nicht auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, ich bin der neue Mann, ich mache das, ich will von euch gewählt werden, das ist okay. Aber seit Monaten, ja, man kann so fast sagen, seit Jahren, da an der Schraube zu drehen und hinterrucks und unehrlich und mit Umfragen, das ist nicht fair. Und er ramponiert sich und beschädigt sich mit jedem dieser Aktionen selbst. Und daher glaube ich, dass es gar nicht einmal so sicher wäre, wenn es zu einer Kampfabstimmung käme am Parteitag, wie die ausgeht. Würde ich mich nicht festlegen. Weil es viele in der SPÖ gibt, die mittlerweile sagen, was der da aus dem Burgenland uns jeden Tag ausrichtet, das geht auf keinen Kurt. Und der verliert uns ja auch die Wahlen. Mit, nicht nur, aber mit dieser Diskussion. Ne? Maria Rauch-Kallert, wie sehen Sie das? Also ich bin auch keine Beraterin der SPÖ. Ja, aber Sie wären keine Schlechte. Aber also nach all dem, was Pamela Rendi-Wagner in den letzten Jahren schon erleben musste, kann sie einem wirklich leid tun. Und es ist ihrer Standhaftigkeit ist Respekt zu zollen. Das ist, glaube ich, wirklich zu sagen. Und ihre Leidensfähigkeit muss unendlich sein. Weil dass sie sich das immer noch antut, das lesen wir ja auch kann immer wieder bei anderen. Kann die das gewinnen oder ist die Dead Woman Walking? Das traue ich mich nicht zu sagen. Also innerparteilich kenne ich zwar die SPÖ überhaupt nicht, aber innerparteilich. Es erscheint mir eher unwahrscheinlich. Josef, du kennst die SPÖ innerparteilich im Gegensatz zu Maria. Kann die Pamela Rendi-Wagner das noch gewinnen oder ist die mittlerweile Dead Woman Walking? Ich bin der Meinung, es soll gar nicht so weit kommen. Ja, also so, als einer, der jahrelang alle auf in der ich finde, man muss letztendlich am Ende des Tages eine Gemeinsamkeit entwickeln, um gemeinsam dann auch erfolgreich zu sein. Wenn ich das mache, was der Professor Westenthaler macht, diese Schlangenrauter, dass man noch bis zum Salzburg... Du hast ihn machen, schon wieder drei Trainer. Bitte, es ist schon ganz nass, der Tisch bei dir, von lauter Trainern. Ich sage dir Folgendes. Wenn man das macht, was du vorschlagst, ja, dass man jetzt erst so richtig loszieht. Nein, Entscheidungen. Das heißt führen. Über Entscheidungen, über Strategien, über Themen, ich habe das Parteiprogramm mitformuliert. Führen? Ja. Nein, das ist nicht so einfach. Über das musst du einen längeren Prozess führen, auch bei Personalauslese, das geht alles nicht von heute auf morgen und so weiter und so fort. Daher bin ich ein Verfechter dessen, was ich heute schon mit der Sendung gesagt habe, da muss jetzt wirklich aus sein mit dem, dass die Medien auch das Spiel spielen. Naja, sogenannten Qualitätsmedien, ja, wo dann drinnen steht, der und der obere und der ganz oben und Gott hat mir zugeflüstert und lauter so Sachen. Und das gehört schon auch dazu. Das gehört schon auch dazu. Ja, du bist ein liberaler Medienmacher. Jetzt sag doch danke, dass ich so weit gehe, dass ich jetzt ein bisschen über das diskutiere. So, aber jetzt und in der was kommt jetzt heraus? Mit nein, was soll das, Schluss sein? Nein, mit den Medien, nein, mit der Pamela, mit Gottes Willen doch nicht mit den Medien. Mit der Streiterei? Nein, sondern dass man sozusagen auch nicht Futter den Medien liefert. Ja. Das ist natürlich das eine und das andere. Ich halt sehe die Aussendung aus Vorarlberg nichts davon. Auch keine die Fehlersuche jetzt im Burgenland anzusetzen, dass Kärnten daneben gegangen ist, ist ein Unsinn. Widerspricht auch dem, was der Peter Kaiser gesagt hat. So, man muss versuchen, man muss es zusammenfinden, weil am Ende des Tages alle die Verlierer sind. Und das, finde ich, ist das Vordringlichste, was es gibt. Und das, glaube ich, sollte dann, und ob die Pamela das dann will oder kann, ist eine ganz andere Diskussion. Ich teile das von der Maria Rauch. Also die Leidensfähigkeit ist beeindruckend. Ja. Und das, ja, na, das ist so. Die ist beeindruckend und das ist auch keine Kleinigkeit, was sie alles durchmachen muss. Und ich finde auch, das hat sie auch nicht verdient. Ja. Aber eine harte politische Diskussion, die muss sie schon führen. Ja. Und was über Ziele, sagen, über Themen, Josef, über das. Was willst du uns jetzt sagen? Du willst sagen, es soll Schluss sein mit der Streiterei und wer macht Schluss? Die Pamela macht Schluss, der Michael Ludwig macht Schluss. Eigentlich hat der Parteivorsitzende schon auch die Aufgabe zu sagen, die alle zusammenzuhören und zu sagen, pass auf Leute, ich wollte haben, dass ich das weitermache, dann ist jetzt Feierabend und aus.
ja, und wir dann nur mehr gemeinsam an einem Ziel arbeiten und nicht mehr da so ein Durcheinander liefern. Das ist schon auch die Frage, die eine Parteivorsitzende oder ein Vorsitzender dann letztlich macht. So war es früher immer. Ich kann mich erinnern, der Zeit, egal wann auch immer tätig war, es war eigentlich immer so. Und das ist, entweder ist es, und wenn es dann nicht möglich ist, dann ist der berühmte, das berühmte Treffen der Gladiatoren und das endet dann mit einem Ergebnis. Das ist überhaupt keine Frage. Verstehe. Also du meinst, entweder Pamela Rendi-Wagner sorgt jetzt für, endlich für Ruhe und für eine klare Linie in der SPÖ, oder die Gladiatoren, sprich das Parteipräsidium, trifft sich und stellt einen neuen Kandidaten auf. Habe ich das jetzt richtig interpretiert, Herr Professor? Du bist ein interessanter Interpreter. Ja, habe ich das richtig interpretiert? Nein, ich sage, in erster Linie ist es die Aufgabe der Parteivorsitzenden. Und in zweiter Linie werden sich die treffen und werden entweder auf sie beharren oder es gibt eine andere Lösung. Und nur was anderes gibt es nicht. Du lachst immer so. Nein, ist ja okay. Ist ja, ich finde es echt gut. Wie geht das? So hast du das gesagt. So, wir kommen ins Finale, meine Herren. Ist immer sehr eindrucksvoll und toll, mit euch zu diskutieren. Peter, Schlussrunde. Außer der bemitleidenswerten Pamela und der zerstrittenen SPÖ, außer der jubelnden ÖVP mit ihren 17,1%, zufrieden. Was ist da heute noch alles aufgefallen an diesem Wahlergebnis? Eine Regierungspartei, die nicht einmal in den Landtag eingezogen ist, wie die Grünen, die spektakulär gescheitert, nicht einmal 4%. Ich glaube, sie sind sogar unter 4%. 3,7. Also meilenweit entfernt, du brauchst in Kärnten 5%, meilenweit entfernt vom Einzug. Und das einer Regierungspartei, das heißt, du trat echt bald dein letztes Licht ab. Also das ist bei den Grünen ist sowas von zappenfinster. Und auch, sie erkennen es auch nicht, weil wenn sie die Klubobfrau Maurer heute, wenn deren Reaktion, und die war das, die Reaktion war Ziel erreicht. Ziel erreicht, weil sie von 3,4 auf 3,6 zugelegt haben. Ziel erreicht, nicht eingezogen zu sein. Dann haben die nicht mehr alle Waffeln am Tapet. Das ist ja unfassbar, oder? Wenn eine Partei so weit geht, sich selbst so zu verleugnen und einen spektakulär verfehlten Einzug noch als Ziel erreicht verkauft. Also da wird es, ich schließe nicht aus, wenn die so weitermachen, dass die in zwei Jahren einmal mehr nicht mehr ins Parlament hineinkommen. Und was fällt dir zur FPÖ noch ein? Die FPÖ hat einen Erfolg, auch einen Erfolg, weil sie auch zu den Gewinnern zählt. Der Erfolg hätte besser ausfallen können, muss man auch sagen, aber auch schlechter, muss man auch sagen. Denn was schon gelungen ist, dem Herbert Kickl mit seinem 24-Stunden-Einsatz in den letzten Wochen war, eine Niederlage abzuwenden. Und die hat gedroht, weil Köfer davongezogen ist, sehr viele freiheitliche Wähler angesprochen hat, warum auch immer, wahrscheinlich durch Christian Scheider. Ist für mich der größte, der kapitalste Fehler der Freiheitlichen in den vergangenen Jahren, so jemanden ziehen zu lassen wie Christian Scheider, einen populären Bürgermeister von Klagenfurt, kapitaler Fehler. Deswegen sind auch die Säulen nicht hinaufgezogen. Aber man muss sagen, es ist immerhin das beste Ergebnis davor und nach Haider-Ära. Also der Haider war Ausnahme, wie es man Ausnahmepolitiker hat, bei 4 Wahlen enorm viel in Kärnten geholt. Dörfler. Aber davor und danach hatte die FPÖ nie so ein Ergebnis wie jetzt. Das heißt, das ist ein gewisser Erfolg, aber er hätte besser sein können. Gut, den Dörfler kannst du nicht rechnen, weil das war eine Bonfinebra-Partie. Das war eine Haider-Nachwahl. Eine Erbfolge. Aber trotzdem gehört im Gegensatz zur SPÖ, die hat dreimal verloren, die FPÖ hat dreimal gewonnen. Und in Salzburg wird das spannende Match sein einer tollen Kandidatin, Marlene Swatzek, die dort tatsächlich um den Landeshauptmann kämpft, gegen einen der Verschwörerrunde vom Achensee, einen Impfpflichtpapa, einen Impfpflichtvater, Haslauer, der noch dazu die Leute für dumm verkaufen wollte und gesagt hat, die waren nicht dort und trotzdem mitgestimmt hat. Also das wird sehr, sehr spannend und ich glaube, dort geht es tatsächlich um einen Landeshauptmann, den die Freiheitlichen in Salzburg erreichen können. Maria Rauch-Kallert, was sind Ihre Eindrücke jenseits von ÖVP und SPÖ vom heutigen Wahltag? Was lernen wir von Köfer, was lernen wir von den Grünen, was lernen wir vom neuerlichen FPÖ-Erfolg? Also Köfer hat es offensichtlich geschafft, im Prinzip mit einem Sammelsurium aus unterschiedlichen Parteien, aber Kandidaten, die als Ad personam interessant waren für die Leute, doch eine Gruppe zusammenzustellen, die es geschafft hat, auf 10% zu kommen, also 6% dazu zu gewinnen. Das ist zu respektieren und da ist auch dazu zu gratulieren. Bei den Grünen waren es wirklich offensichtlich die Windräder in den letzten Wochen, die da sehr viel Unruhe oder Sorge bei der Bevölkerung ausgelöst haben, weil man natürlich auch nicht weiß, wo sie stehen. Und bei, was war die dritte?
Frage, bei der SPÖ oder? FPÖ. FPÖ. Bei der FPÖ muss ich sagen, der Kandidat Angerer ist unter allen, ich weiß nicht, ich kenne nicht alle Landeskandidaten der FPÖ, aber er ist ein besonnener Politiker, also kein Randalierer oder Jim-Boom-Politiker, wie der Josef Czap das gerne sagt. Er ist sehr anerkannt in Kärnten, beliebt, vor allem in seiner Gemeinde, sehr fleißig, ist auch sehr sympathisch in den Medien rübergekommen. Also ich habe ihn persönlich nie kennengelernt, aber er hebt sich von anderen Kandidaten in der FPÖ sehr positiv ab im Vergleich FPÖ zu den anderen. FPÖ auf neuen Wegen. Josef, du hast das Schlusswort. Ja, was bleibt über von dieser Wahl? Ja, es bleibt über, dass diese öko-fundamentalistischen Positionen keine Unterstützung in der Bevölkerung haben. Von den Grünen. Ja. Das ist einmal Punkt 1. Punkt 2 ist... Also auch die Windradeln nicht. Nein, das war von der Zahl her. Ich habe nichts gegen Windrädern. Ja. Aber nur, das war ja ein Schreckgespenst, was sie da gezeichnet haben. Windräder ist ein bisschen verrückt. Das wollen sie halt nicht. Wollen sie auch zu Recht nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Bei den Freiheitlichen ist es schon etwas, wo man länger nachdenken muss. Der Angerer ist eigentlich ein Nicht-Kickel. Ja, so muss man das sehen. Richtig. Und der Angerer hat zugelegt, ja, und das ist ein Angerer-Erfolg. Und das Kickel-Auftauchen in Kärnten, das ist jetzt ein guter Schmäh von ihm. Es hat gedroht, die absolute Niederlage, es bleibt kein Blauer mehr über. Kickel hat uns gerettet. Das ist Mythos-Produktion, das verstehe ich auch. Frag einmal die Meinung. Nein, ist ja auch in Ordnung. Aber der Angerer ist der wahre Sieger und der ist ein neuer Typus von FPÖ-Politiker. Und das, glaube ich, wird einmal irgendwann am Ende des Tages die Frage sein. Wollt ihr mehr Angerers oder wollt ihr mehr Kickels? Und darüber wird entscheiden, ob die FPÖ irgendwann einmal in die Regierungsfähigkeit kommt oder nicht. Ja. Bleib jetzt ganz ruhig. Ich will dir nur etwas in Erinnerung bringen. Dein Blut ist seit zu hoch. Fünf Monaten die FPÖ beim Bund an erster Stelle liegt mit dem Kickel. Diese Umfragen sind auf Sand gebaut. Ja, weil die sind einmal oben, es kann genauso wieder oben. Ja, jetzt sind schon ziemlich und es kann auch falsch sein. Ja, und es kann außerdem falsch sein. Ja, also ich will nur sagen, das ist einmal das. So, bei der ÖVP muss ich sagen, ich verstehe das, dass die jubeln. Wenn man so einen Leidensweg hinter sich hat, bei den Wahlergebnissen freut man sich schon bei 1,5%. Aber Tagessieger ist nicht die ÖVP. Der Tagessieger ist in der Tat der Köfer. Ja. Und die Frage ist, ob dieses Modell Köfer aber auch ein Konglomerat für Regierungsfähigkeit bedeutet oder auch nicht Proteststimmen sammelt und sozusagen auf diese Art Druck ausübt und Veränderungen herbeiführt. So. Und bei der SPÖ muss ich sagen, nach wie vor sage ich das Gleiche wie am Anfang, ich bin sehr, sehr traurig, weil der Peter Kaiser eine seriöse, anständige Politik für Kärnten gemacht hat und ich hoffe, er kriegt noch einmal die Chance für die nächsten 5 Jahre zu beweisen, dass er wirklich da gute Arbeit leistet. Fit ist er ja, wie wir in der Früh gesehen haben, als er mit uns um den Wörthersee gejoggt ist. So, das war's. Das war Ihr Lieblingsduell, meine Damen und Herren. Die Lieblingsanalyse mit Peter Westenthaler, Josef Czap und Maria Rauch-Kallert. Danke an alle drei, an den Peter Westenthaler, dass er auf den Tatort verzichtet hat, so wie Sie auch. Danke übrigens auch an Sie. An den Josef Czap, dass er auf Liverpool gegen Manchester United verzichtet hat. Übrigens 7:0 für Liverpool, nur so nebenbei. Und an die Maria Rauch-Kallert, dass sie auch hier zu uns gekommen ist und hier ihre weibliche Solidarität mit der armen Pamela Rendi-Wagner ausgedrückt hat. Die wird sich freuen, wenn sie erfahrt, dass sie heute für sie so Stimmung gemacht haben. Ich sage Dankeschön an die Herren. Kurze Werbepause, dann kommt das Endergebnis. Ganz, ganz spannend, das haben wir jetzt. Villach ist fertig mit dem Auszählen. Ein Wunder ist geschehen, das Endergebnis ist da. Wir präsentieren es Ihnen dann gleich. Und dann am Schluss noch, wie immer am Wahlabend, die Rabaukennummer. Gerald Gross gegen Sebastian Bornmähner, damit Sie so richtig geladen schlafen gehen können. In dem Sinn, wir sind gleich wieder da.